Die Zwei-Grad-Stiftung soll letzten Endes Treiber sein, auch in der Wirtschaft, hier mit dafür zu sorgen, dass wir die 2-Grad-Erwärmung nicht überschreiten. Und die Wirtschaft ist nicht nur Teil des Problems, sondern sie ist vor allen Dingen ein wesentlicher Teil der Lösung. Das heißt, über innovative Ideen aus der Wirtschaft, gerade da können wir viele Lösungen und viele Verbesserungen erreichen. Und das wollen wir einfach klar machen, dass die Chancen größer sind als die Risiken, die aus dem Klimaschutz entstehen. Und da wollen wir auch Treiber sein und auch Gesprächspartner natürlich für die Politik, für die Gesellschaft, für Nichtregierungsorganisationen, für die Wissenschaft, sodass wir hier über diese Stiftung dann auch eine Institution haben, wo wir auch Kooperationen durchführen können und damit, denn letzten Endes können wir nur gemeinsam einen Klimaschutz erarbeiten, damit letzten Endes auch andere Bereiche mit einbinden können. Ich meine, es hat sich gezeigt, dass die Vorreiterrolle durchaus ein Vorteil ist. Wenn wir sehen, dass wir heute weltweit führend sind bei den regenerativen Energien, bei der Entwicklung von neuen Baustoffen, dass das heute ein Exportschlager ist, dass wir in der sogenannten Grünindustrie schon mehr Menschen beschäftigen als in der Automobilindustrie, dann zeigt das, dass das durchaus ein großer Vorteil war. Und dass heute dieser Bereich auch ein Exportschlager ist, dass der wesentlich zum Wachstum unserer Wirtschaft beiträgt, das zeigt, wir sind auf dem richtigen Wege und wir dürfen da nicht nachlassen. Für uns als Distanzhändler sind natürlich die Verkehre, die Logistik ganz entscheidend, was den CO2-Ausstoß angeht. Es ist nicht so das Thema der Standorte, sondern die Verkehre, sowohl die eingehenden Verkehre, also bei Importen, als auch die ausgehenden Verkehre, wenn wir über unseren eigenen Zustelldienst die Pakete zu den Kunden bringen. Und da haben wir in der Vergangenheit schon bis 2005 haben wir schon eine Reduktion von 50% im CO2-Ausstoß erreicht. Und wir haben jetzt nochmal neu definiert, dass wir auf Basisjahr 2007 bis 2012 wollen wir nochmal eine deutliche Reduzierung erreichen. Und zwar nicht nur für die Logistik, sondern auch für die Standorte, dort, wo es möglich ist, für die Automobilflotte auch, die wir haben für Mitarbeiter, sodass wir rundum im gesamten Konzern eine weitere Reduzierung erreichen. Und das ist möglich, aber da müssen wir auch sehr viel Engagement reinsetzen.